Servus Leute, hier ist euer Joker mit einem neuen Headset, das Turtle Beach PX22 bei Mediamarkt ergattert für 75 Euro nur. Das ist ein richtiges Schnäppchen für so ein klasse Gaming Headset. Ich habe es ja schon mal angekündigt, dass ich mir ein neues Headset besorgen werde, da man alles ein Kabelbruch erlitten hat, um euch beste Soundqualität zu liefern. So, das möchte ich euch heute ein bisschen näher bringen. Und da hätte ich gesagt, fangen wir an mit Call of Duty Ghosts und mit einem Klassen-Setup fürs Suchen und Zerstören. So, zu meinem Klassen-Setup für Suchen und Zerstören, wie ich spiele. Da habe ich einmal die SC-210 eingepackt mit dem Schalldämpfer und der Magazinerweiterung für mehr Schuss. Den Schalldämpfer dafür, dass mich die Leute nicht sehen, wenn ich schieße. Dann als zweite Waffe die M9A1 mit Schalldämpfer. Die ist ziemlich überflüssig, denke ich mal, weil wenn ich die weglasse, könnte ich noch ein extra reinhauen. Die lasse ich jetzt gerade mal weg. Dann als Primärausrüstung habe ich die USBV. Dann als Erschütterungsgranate, als Taktikgranate. Und meine extra sind Vorbereitung, dass die Waffe schneller nach dem Sprinten bereit ist. Also ich persönlich tue das fast immer rein, das extra, weil das finde ich gut. Dann die Todesstille, dass man sich selber nicht hört und andere Mitspieler einen nicht hört. Das ist schon mal vorteilhaft, vor allem wenn man jetzt, wie ich jetzt, das Headset habe, hört man seine eigenen Schritte nicht und das stört danach nicht. Dann habe ich einmal noch den Verstärker drin. Das ist das Wichtigste extra, wenn ihr mit Headset zockt, Gaming-Headset oder so. Nehmt dieses extra mit, nehmt es einfach mit. Verstärker, du hörst die Feinde extremst laut, sag ich mal. Und du hörst es sogar, wenn sie die Totenstille reingepackt haben. Und als letztes extra habe ich den Aussteiger drin, dass mich die SATCOM nicht auf den Radar orten kann. Angriffspaket habe ich Unterstützung rein, 468, weil so übermäßig viele Kills macht man bei Suchen und Zerstören nicht. Und ich denke mal, das passt so, wie ich das gemacht habe. Ein extra hauen wir noch rein, und zwar starker Arm, damit wir unsere USBV weiterwerfen können. So, hier ein paar Beispiele von Suchen und Zerstören. Wie gut das funktioniert, wie man die Feinde hört. Da ist, glaube ich, nur noch einer im Leben. Das sieht man hier zwar, aber man hört ihn deutlich um die Ecke, wie er die Bombe platziert, und dann snacke ich mir den. Diese zwei Jungs, die konnte ich auch sehr gut hören. Deswegen snacke ich mir die danach. Sehr klar, ne? Die SATCOM für ihre Punkte selber bekommen. Und somit kommt man in aller Ruhe entschärfen. Nochmal kurz erschrocken. Dachte, das wäre ein Feind. Aber letztendlich habe ich dann die Bombe entschärft und wir haben die Runde gewonnen, da mir das Headset geholfen hat. Somit kommen wir zu Battlefield 4. In Battlefield 4 schlappt man einfach rum. Man hört alles, man hört seine eigenen Schritte, die Schritte deiner Teammates, aber auch die Schritte der Feinde. Sehr gut. Das heißt, wenn ihr Schritte hört, schaut auf euren Radar in Ruhe, ob es ein Teammate ist. Wenn nicht, wird es wahrscheinlich ein Freund sein, den ihr absnacken könnt. Für alle, die es interessiert, was im Lieferumfang enthalten ist, das wäre zuerst das PX22 Headset mit Inline-Verstärker, ein Cinch-Kabelverteiler, ein Chat-Kabel für Xbox 360, ein vierpoliges AUX-Kabel 3,5 mm und eine Schnellstartanleitung. Und was auch nicht fehlen darf, wo ich sehr heiß drauf war, ist der Turtle Beach Aufkleber, der sich schon auf meiner PlayStation 4 befindet. Dieses Gaming-Headset kann nicht nur in Online-Spielen überzeugen, nein, auch in Singleplayer. Da habe ich als Beispiel von DICE Battlefield 4. Die haben einfach, wenn es um Sound geht, die Nase vorne. Hier, es ist richtig realistisch, hat es an, es schallt alles. Es ist einfach Wahnsinn gemacht. Die Explosionen, man hört alles super. Hier auch schön anzusehen, beziehungsweise noch schöner anzuhören, ist ein Havoc, der in Battlefield 4 einfach mal ein Haus kurz und klein schlägt. Einer meiner Lieblings-Battlefield-Momente vom Singleplayer. Dachte ich, nehme ich das mal dran. Im Kurzen und Ganzen, ich bin überzeugt von den Headset, das ist echt klasse gemacht. Es ist preislich super,
für den Sound, für die Mikrofonqualität, die ihr gerade hört. Schreibt in die Kommentare, wie findet ihr die Mikrofonqualität? Soll ich irgendwie lauter, leiser, empfindlicher, wie auch immer machen? Und ja, schreibt in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Ab Part 19 bei Watch Dogs wird es auch mit diesem Headset aufgenommen. Man sieht sich. Ciao.